Heute ab 11 Uhr sitzt der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat wieder zusammen und diskutiert über Hartz IV. Dabei geht es schon lange nicht mehr um 5 Euro. Die Opposition will das Bildungspaket auf mehr Kinder ausdehnen und sie will die Arbeitsministerin zu Mindestlöhnen zwingen. Aber sind diese Diskussionen überhaupt noch die richtigen? Helfen diese Themen den Armen und steigern sie die Chance auf einen echten Job? Wir haben uns mal bei unseren Nachbarn umgeschaut, wie die mit ihren Arbeitslosen umgehen. 11,7%, das ist die aktuelle Arbeitslosenquote in Polen. In absoluten Zahlen sind das 1.858.300 Schicksale. In den Arbeitsämtern wie hier in Warschau erfahren die Betroffenen zu Jahresbeginn, wie hoch ihre Ansprüche sind. Hartz IV gibt es nicht. Die Polen würden jubeln, bekämen sie die deutschen Hartz-IV-Sätze. Wer in Polen arbeitslos wird, bekommt für maximal 9 Monate im Schnitt ungefähr 150 Euro. Danach kommt ein Sozialarbeiter zu ihnen nach Hause und legt fest, ob sie überhaupt noch was bekommen oder nur noch Kleidung oder gar nichts mehr. Die meisten erhalten dann noch ein paar Swotti, aber das reicht auch im preiswerteren Polen kaum zum Leben. In den Türmen der Banken gehen die Lichter an, Rush Hour in London. In der Sozialsiedlung um die Ecke sieht das so aus. Viele hier haben keinen Job. Das will die Regierung mit Druck ändern. Einem Single gewährt sie nur 65 Pfund Arbeitslosengeld pro Woche. Umgerechnet gut 300 Euro im Monat, ohne Wohngeld. Wer sich nicht aktiv um einen Job bemüht, dem kann selbst das noch gestrichen werden. In Großbritannien können Arbeitslose weniger vom Staat erwarten als in Deutschland. Die Regierung in London will die Ausgaben drastisch kürzen. Demnächst streicht sie auch noch hunderttausende Stellen im öffentlichen Dienst. Für Jobsuchende sind das selbst beim besten Willen zur Arbeit keine allzu guten Aussichten. In Dänemark bekommt ein Arbeitsloser bis zu 90% des letzten Einkommens und das bis zu 2 Jahre lang. In dieser Zeit müssen sich die Jobsuchenden, wie Luisa Christensen, regelmäßig bei ihren Betreuern melden und mehrere Bewerbungen pro Woche schreiben. Mit einer engen persönlichen Betreuung will man sie hier so schnell wie möglich wieder auf den Arbeitsmarkt bringen. Klappt das auch nach 2 Jahren nicht, gibt es 1.300 Euro Sozialhilfe. Es gibt zwar eine vergleichsweise hohe Arbeitslosenunterstützung, dafür haben die Dänen keinen gesetzlich festgelegten Kündigungsschutz. Wer hier arbeitet, von dem wird Flexibilität erwartet. Arbeitslose werden individuell betreut, müssen für die neue Stelle aber auch bis zu 2 Stunden Anfahrtsweg in Kauf nehmen. Auf Sonderangebote sollte auch ein Schweizer Sozialhilfeempfänger achten. Umgerechnet 750 Euro gibt's für den täglichen Bedarf. Wohn- und Gesundheitskosten übernimmt die Sozialhilfe dagegen komplett. Und wer sich aktiv um einen Job bemüht, bekommt noch was zusätzlich. Im Schnitt hat ein Single so etwa 1.860 Euro im Monat zur Verfügung. Die Sozialhilfe in der Schweiz ist deutlich besser ausgestattet als in Deutschland. Am Ende bleibt mehr Geld im Geldbeutel, trotz deutlich höherem Preisniveau. Und bei einer Arbeitslosenquote von 4,6% sind auch die Rahmenbedingungen günstig. Denn rein in die Arbeit, das heißt ja am Ende meistens auch wieder raus aus der Sozialhilfe. Was können wir uns davon abgucken, fragen wir den Arbeitspsychologen Thomas Rigotti. Er ist an der Uni Leipzig und ist uns jetzt aus Halle zugeschaltet. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Dieses Schweizer Belohnungsmodell, was halten Sie davon? Ja, zunächst mal, wenn man den internationalen Vergleich jetzt anhand der Beispiele aus dem Beitrag sich anschaut, dann sieht man, dass Deutschland hier nicht eine Schlussposition, aber auch nicht eine Spitzenposition einnimmt. Schweiz und Dänemark ist in Europa sicherlich, was die Sozialhilfe, die Arbeitslosenhilfe betrifft, hier Vorreiter. Aus der Schweiz kann man sicherlich lernen, aus psychologischer Sicht betrachtet, dass hier Bewerbungsverhalten positiv belohnt wird, während bei uns in Deutschland oder auch in den anderen Beispielen, in London zum Beispiel, der Beitrag aus London, aus England, hier negatives Verhalten, also wenn keine Bewerbungen gemacht werden, dann die Leistungen gekürzt werden. Und das ist aus motivationspsychologischer Sicht eigentlich der falsche Weg. Man sollte hier das Bewerbungsverhalten belohnen und nicht bestrafend eingreifen. Warum ist das der falsche Weg? In Deutschland hat man ja vor ein paar Jahren unter Gerhard Schröder genau das eingeführt, dass man eben immer gesagt hat, man muss fördern, aber auch fordern. Warum sagen Sie, das ist psychologisch falsch? Nun, es geht ja vor allen Dingen darum, wieder ein selbstbestimmtes Leben zu führen, wenn man in Erwerbslosigkeit und Arbeitslosigkeit ist. Und diese Selbstbestimmung wird einem durch diesen Zwang, durch diesen Druck ein Stück weit auch genommen. Als Menschen wollen wir natürlich möglichst Autonomie und Kontrolle haben über unser Leben. Und prinzipiell ist es dafür immer besser,
positives Verhalten zu belohnen, positiv zu bewerten und nicht sozusagen das Ausbleiben von Verhalten zu bestrafen und zu sanktionieren. Unter diesen Voraussetzungen, wie bewerten Sie das, was im Moment im Vermittlungsausschuss diskutiert wird? Nun, zunächst mal ist es so, dass 5 Euro mehr oder weniger im Monat keinen Menschen glücklicher oder unglücklicher macht. Insofern ist die ganze Diskussion natürlich auch ein bisschen eine große Blase. Man sollte viel mehr darüber diskutieren, wie kann man Erwerbslosigkeit nachhaltig eben auch präventiv behandeln und frühzeitig hier eingreifen, sodass erst gar nicht Erwerbslosigkeit entsteht oder beziehungsweise die Menschen nicht so lange in Erwerbslosigkeit sind. Am Beispiel Dänemark haben wir gesehen, dass hier das Betreuungskonzept sehr enger ist, dass man viele Bewerbungen nachweisen muss, aber eben auch viel häufiger im Kontakt mit den Beratern ist, als es zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Also was würden Sie konkret vorschlagen, wenn Sie jetzt im Vermittlungsausschuss säßen? Was muss in Deutschland besser werden? Ich denke, in Deutschland sollte zum einen besser werden die Beratungssituation in den Arbeitsagenturen. Das ist ein strukturelles Problem, aber auch ein Problem der Ausbildung der Berater, die jede für sich einen sehr guten Job machen. Das Problem ist aber, dass die nicht spezialisiert sind auf bestimmte Arbeitsmarktbereiche, auf Berufe, sondern sehr global eingesetzt werden. Und gerade für Langzeiterwerbslose, also Hartz-IV-Empfänger, hier ist psychosoziale Beratung auch gefragt, also psychologische Schulung, psychologische Ausbildung der Berater würde hier helfen, zunächst mal den Selbstwert auch wieder zu steigern und die Ressourcen und Kompetenzen der Menschen herauszufordern, um dann gemeinsam wieder einen Weg auf den Arbeitsmarkt zu finden. Dankeschön, Thomas Rigotti, Arbeitspsychologe an der Uni Leipzig. Seine Tipps für den Vermittlungsausschuss: Wie bekommen wir mehr Arbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt?